und das haben wir uns ja ausgesucht, dass wir dazu da sind, die Menschen zu unterhalten, zum Nachdenken anzuregen, mit auf die Reise zu nehmen und sie zu verzaubern. Das ist unsere Pflicht. Genau, der Vorhang muss hochgehen. Dafür sind wir da. Genau. Also mein Name ist Andrea Matthias Pagani. Ich bin Schauspieler und Sänger. Ja, ich bin Boris Ritter. Ich bin im Moment der musikalische Leiter vom Palladium Theater in Stuttgart. Und dann hat der Andrea mich gefragt, soll man etwas zusammen machen? Dann haben wir uns kurz getroffen und ist relativ schnell diese Idee entstanden. Kunst, Musik, New York ist dann entstanden, die Idee, einfach so ein bisschen den Broadway nach Pforzheim zu holen. Broadway. Sind alle da? Los geht's. Ich halt nicht viel von teurem Kram, Kaschmirschal, Schmuck am Arm, brauche ich nicht. Ich bin nur für Liebe da, ja, nur für Liebe. Wir haben ja nur Herzensstücke genommen, nur Stücke, die unheimlich Spaß machen zu spielen, zu singen. Dann kam von Boris ein Vorschlag, ein ganz anderes Vorspiel zu machen und auf einmal ein ganz anderes Lied zu singen und dann wieder ein anderes Vorspiel, ein Bossa Nova draus zu machen. Also da haben wir uns gut, finde ich, kombiniert. Weil er natürlich ein klasse Musiker ist, der auch offen ist im Kopf und im Herzen und ich da sofort mitziehe und umgekehrt aber auch. Always loud, there are sirens all around on the streets of me. Wie so eine Idee entsteht, war eher, dass jeder erstmal sich selbst zu Hause Gedanken macht zu dem Konzept, was man so grob vorhat. Und dann haben wir uns getroffen und dann kam wirklich ein wildes Brainstorming. Und aus dem hat sich dann langsam was rausgefiltert. Und dann haben wir erst Titel gesammelt zu New York, weil irgendwann kam der Begriff New York auf. Oh, New York, super Opener. Damit haben wir unheimlich viele Möglichkeiten. Damit haben wir den Broadway, damit haben wir eine Weltstadt, die Weltstadt überhaupt. Die berühmteste Stadt der Welt, finde ich. Wake up and it's still with you. Even though you left your way across town. Wonder to yourself. Im Moment gerade, in der Situation, in der wir alle sind, hat es ein kreativer Künstler extrem schwer, neue Sachen zu machen. Und immer mit der gleichen Familie zusammen und mit den gleichen Freunden, weil mehr darfst du ja gerade nicht sehen, dann kriegst du keinen Input, außer vielleicht über Corona-News oder sowas. Du hast diesen Input von außen nicht. Und dann finde ich es ganz schwierig. Die Leute haben immer zu mir gesagt, ja, schreib doch jetzt mal ein Musical. Ich habe 3 Kindermusicals geschrieben oder komponier mal. Und irgendwie, aber es fällt einem irgendwie gar nichts ein. Es gibt keine Themen, es gibt keine Reize von außen, nicht so viele auf jeden Fall, viel, viel weniger. Durch diesen langen Lockdown, und das, wenn ich es jetzt mal so philosophisch ausdrücken darf, geht einem auch ein bisschen die Muse verloren.
die Muse geht weg. Und ich hätte nicht gedacht, dass das auch ein bisschen verloren gehen kann. Das hätte ich echt nicht gedacht. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop and fly to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking the Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Ist ja praktisch hier oben die Kreativität, die im Moment nicht raus darf durch das Berufsverbot. Verbot, die Berufsbeschränkung, wie man auch immer das nennt. Keine Ahnung, was da der korrekte Begriff ist. Für mich ist es ein Berufsverbot. Fertig, aus. Doch ich werde nicht gefragt. Doch ich werde nicht. Und genauso kannte ich zum Beispiel, war jetzt ich überhaupt nicht in dem Titanic-Thema drin. Und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchsen müssen in das Thema. Ja gut, beim Titanic zum Beispiel hat sich natürlich aufgedrängt. Weil ein Schiff, das nach New York fährt, wir haben bis zum 13. März letzten Jahres Titanic geprobt und hätten Ende März Premiere gehabt am Stadttheater. Das liegt ja noch auf Eis. Insofern, jetzt merke ich es erst. Kein Mond, kein Wind, nicht eine Spur von Licht, keine Brand. Am Schiffsrumpf bricht. Wir haben beide einen ziemlich ähnlichen Geschmack und sind auch beide ziemlich experimentierfreudig so ein bisschen. Und wir haben beide, glaube ich, eine relativ verschwommene Grenze, wie weit wir, solange was gut gemacht ist, ist es immer fein, finde ich. My gift is my song. This one's for you, and you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words you're in the world. Originalzitat aus Rent. New York City, center of the universe. Times are shitty.